Here we go. Bevor der Part jetzt startet, grüße ich noch vorher Jan Hartwig. Viel Spaß beim Video. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2 mit Yoshi Gaming. Und heute machen wir mal ausnahmsweise einen relativ kurzen Part. Wir werden zwei kleine Rennen fahren in der Umgebung. Und das war's eigentlich auch schon. Weil... schon gerade nicht gehört. Ich hatte meine PC-Lautstärke auf voller Pulle noch gehabt. Ich lohne mich gerade. Heute werde ich nur knapp weniger Rennen fahren, zwei Stück oder so. Und das war's dann im Prinzip auch. Ich weiß nicht, ob dieser Part damit ausartet, aber ich hoffe, er wird nicht zu sehr ausarten. Ich will ihn heute mal eigentlich relativ klein halten. So, von Victor betrifft Street X. Pass, also Preisgeld gibt's 300 diesmal, jo. Pass auf, das geht so. Ich zieh dich auf der Strecke ordentlich ab und wenn du dann endlich im Ziel bist, kannst du mich wecken und mir mein Geld geben. Ich werde nämlich immer so müde vom langen Warten. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Aber auch müde. Wenn ich werde müde sein vom langen Warten. So. Gehen wir mal mit unserer aufgemotzten Karre ein bisschen Vollgas. Krieg ich die noch? Ich hoffe, ich krieg die noch. Ja. Wenn ich so weiterfahre, habe ich sie. Oh, geh doch! Hier doch! Warum geben die auch so einfache Strecken, ey? Der hält sich mal gut hier. Mein Geschmack zu gut. Ah. Der Gegner war gut, aber die Strecke war auch easy. Trotzdem über eine Sekunde Vorsprung am Ende gehabt. Krass. Hallo! So fährt mein Auto. In einem Rennen. So, eine Information haben wir hier noch. Oh weh, es ist nichts Sinnvolles. Uiuiui. Von Rachel, Stabilitätskontrolle. Du kannst das Handling deines Wagens ändern, indem du die Stabilitätskontrolle ausschaltest. Dadurch bekommst du die Möglichkeit, durch Kurven zu sliden. Um die Einstellung der Stabilitätskontrolle wechseln zu können, musst du Spieler in den des Pausenmenüs auswählen. Spieler in den Optionen des Pausenmenüs. Stabilitätskontrolle. Stabilitätskontrolle ist aus. Genau so will ich es ja auch. Ja, das stimmt ja alles. So, das erste URL-Rennen haben wir da rechts. Aber wie funktioniert das? Von Rachel betreff URL, Renntyp URL, Distanz 1,021 Kilometer, Preisgeld 1100 Flocken. Auf der Straße wird gelästert, dass dein letzter Sieg nur ein Glückstreffer war. Noch nimmt dich keiner wirklich ernst. Zeig den Spaßvögeln, wer der Boss ist und verschwinde hier, bevor es brenzlig wird. Gerne. URL.
Underground Racing Line, nicht irgendeine Internetadresse. Oh Gott, jetzt bin ich auch. Das erste Wellhand. Oh, vielleicht wird das halt doch offensichtlich sein. Das ist auch nicht was ich kann damit. Hier unten geht das hier um. Und schon vorbeigezogen. Oh, ich bin auf die Anfang gegangen. Bye bye. Ich hoffe, dass es keine Ruhe gibt. Hier wäre vielleicht eine Stabilitätskontrolle nicht schlecht. Uiuiui. Ah, die Sicht ist scheiße. Ich hätte die Aufnahme heute nicht machen dürfen, ey. Bin noch angeschlagen. Naja, kommt vor. Der Winter ist halt die Jahreszeit, in der man schnell krank wird. Läuft ja relativ flockig, muss man immer sagen. Locker flockig. Wow, was für ein Sprung. Gefangen hat sich der Wagen hier noch. Wenn aber den Funk eben schnell staub gekommen, wäre es blöd gewesen. Wäre es für mich böse ausgegangen. Mit einem Husten in den, ins Ziel. Wow. 2,26,55. 5,9 Sekunden vor Luke. Wow. Das ist heftig. Das ist echt gut. Und jetzt bitte lade. Ich habe in den URLs nur schlechte Erfahrungen. Geil. Ey. Oh, falsche Taste. Na, falsche Taste. So. Von Rage. Von Rage, wir treffen neue Wagen beim Autohändler. Wow, cooler Fahrstil. Wenn du einen Moment Zeit hast, düß mal rüber zum Autohändler. Der hat wohl einen scharfen neuen Zugang im Angebot. Yes. Und noch die Information noch hinegal. Getriebetyp. Wenn du lieber mehr Kontrolle über die Leistung deines Wagens hast, dann wechsle den Getriebetyp von Automatik auf Manuell. Du erreichst die Einstellung über den Spieler in den Optionen des Pause-Menüs. Ja, ich mache mal gerne Automatik. So. Oh. Ich würde sagen, es bleibt doch halt bei einem kurzen Part. Ich beende den jetzt hier.
mit einer wundervollen Aussicht. Mal gucken, wo kann man so schöne Aussicht noch gammeln. Oh, Money. Ah, komm. Blöd zum Autofahren. Lol, die Comps sind zu blöd zum Autofahren, ey. Komm, so, die Comps noch zu helfen. Weg mit dem. Und dann fährt er. Da fährt er. So aus dem Weg räumen hier, oder was? Oh, die wollen alle nicht mehr fahren, was geht jetzt ab, ey. Lol. Aus dem Weg hier. Ah, frei hier, ne? Und schon wieder eine Information. Lol, über Information. Da war ich das Video eigentlich mit einer schönen Aussicht bei mir, nachdem ich nicht den Punkt gelesen habe. Also Events filtern, okay. Du kannst Events und Shops auf der Weltkarte filtern. Drück die Taste für die Weltkarte, um sie aufzurufen und scrolle zu den Events, Shops, die du auswählen oder die du anzeigen lassen möchtest. Okay. Dann kommen wir mal hier. Wunderschöne Aussicht auf Life and Work Studios. Eine Aussicht auf Autobahn, die zu blöd sind, und ich sehe schon wieder die Information. Oh! Überall Informationen versteckt. Racebreaker. Um den Vorteil des Racebreakers nutzen zu können, musst du ein Nitro-System in deinen Wagen einbauen. Diese Systeme gibt's in jedem Tuning-Shop oder bei Megalow Parts. Wollen wir noch einmal was mit einem schönen Bild beenden? Dann machen wir das noch. Nee. Und ich muss einfach nö. Geh einfach in die Garage rein. Oh, Autorahmen. Auf dem Weg. Meine Straße. Langeweile lässt grüßen. So, wir beenden dieses Video jetzt hier mit einer wunderschönen Aussicht auf nichts. Wie dem auch sei. Bevor ich nochmal hier anfange zu kadern, also mit anderen Worten besser gesagt zu husten, wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und ciao, euer Yoshi Gaming.